Weniger zufällig war jedenfalls das Erdbeben heute in Nordkorea, denn zum einen war es durch einen Atomwaffentest Nordkoreas ausgelöst und zweitens höchstwahrscheinlich auch so terminisiert, dass es im Vorfeld einer Rede von US-Präsident Barack Obama liegt. Im Vorfeld einer Rede zur Lage der Nation, in der er vermutlich auch wieder seinen Traum von einer atomwaffenfreien Welt ansprechen wird, den hat Nordkorea heute ohne Zweifel durchkreuzt. Vor zwei Tagen hat man hier im Zentrum von Pyongyang das chinesische Neujahr begrüßt. Heute den dritten Atomtest. Die Nordkoreaner stehen offiziell ganz hinter der jüngsten Aktion von Kim Jong-un. Im Fernsehen wird den ganzen Tag hindurch auch ordentlich dessen Erfolg propagiert. Der Hauptzweck dieses Nukleartests ist es, unsere Abneigung gegen die feindlichen Aktionen der USA zu demonstrieren. Und wir werden weitermachen, verkündet die Sprecherin im nordkoreanischen Staatsfernsehen. Feindbild USA. Für einen der weltweit renommiertesten Nordkorea-Experten, Rüdiger Frank von der Universität Wien, will Kim Jong-un von den USA schlicht ergreifend ernst genommen werden. Die USA sind für Nordkorea der wichtigste, neben China der wichtigste außenpolitische Partner. Nordkorea besteht aber darauf, mit den USA auf Augenhöhe zu verhandeln. Wenn es etwa um eine diplomatische Normalisierung, Friedensvertrag oder auch Wirtschaftskontakte geht. Und das Atomprogramm hat sicher auch die Funktion, diese Augenhöhe mit den USA herzustellen. Doch damit erntet Nordkorea sowohl von den USA als auch vom Rest der Welt nur Verurteilungen. Von Südkorea über Russland, den Iran bis nach China, das in einer schwierigen Situation steckt. Nordkorea hat es geschafft, sich als Klientenstaat Chinas darzustellen und ist damit sozusagen ein Präzedenzfall. Und so wie China mit Nordkorea umgeht, das beobachten durchaus andere Länder im Umfeld auch, die sich vielleicht die Frage stellen, sollen sie sich auch unter den Schutzschirm der Chinesen begeben. Und wenn China jetzt zu hart mit Nordkorea umgeht, ruiniert es seine komplette regionale Kooperationsstrategie und muss deswegen, glaube ich, gute Miene zum bösen Spiel machen. Der UNO-Sicherheitsrat ist heute eilig zusammengetroffen und hat wieder einmal angedroht, die Sanktionen gegen Nordkorea noch weiter zu verschärfen, falls das überhaupt noch möglich ist. Nordkorea hat sich daran gewöhnt, in einer außenpolitischen Außenseiterrolle zu sein. Nordkorea hat sich daran gewöhnt, von Wirtschaftsaktionen betroffen zu sein. Sofern der Westen nicht einen Paradigmenwechsel vornimmt, solange man sich nicht abfindet mit der Situation, dass Nordkorea ein nuklearer Staat ist, wird das Ganze eine Never-Ending-Story bleiben. Und so ist es unwahrscheinlich, dass sich bis zum Beginn des nächsten chinesischen Neujahrs etwas ändert. Und bleibt nur zu hoffen, dass bis dahin nur harmlose Raketen in die Luft geschossen werden.